erwartet uns bei SK gegen Giants. Ich denke, das Fan-Voting und auch das Analytiker-Voting geht brutal Richtung SK. Ja. Die Riesen haben wenig zu sagen aktuell. Die Riesen. Was müssten sie tun? Na? Sie versuchen sich auf jeden Fall, also was SK gemacht hat, sie reagieren, nehmen Xerath raus, Pepinero war gut mit ihm. Sie haben sich für Kha'Zix entschieden, weil Kha'Zix einfach nur absolut reuten ist und auch immer noch der Jaxpan gegen Warlip. Ja, genau. Also Warlip, ich denke mal der beste Jax-Spieler in der LCS gerade. Spielt diesen Champion. Also ich denke, er müsste jetzt andere Champions in Solo-Queue die ganze Zeit spielen, aber ich denke, er spielt immer noch viel Jax in Solo-Queue, was ein Fehler sein könnte auch. Okay. Na gut, er forciert einen Bann, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber er würde ihn auch so forcieren, wenn er ihn nicht spielen würde in Solo-Queue. Ah. Er könnte ja was anderes trainieren in Solo-Queue. Das stimmt. Denke ich. Also, wenn man wirklich so einen Main hat, wie Valib jetzt bei Jax, dann kann er den auch so einfach spielen. Also da muss er ihn nicht trainieren mehr. Oha. Hat sich jetzt für Irelia entschieden. Azir wurde zuvor eingeloggt. Aha. Bei Azir können wir eigentlich davon ausgehen, dass er die Mitte besucht. Wir haben ihn auch als Toplaner das eine Mal erleben dürfen. Und ist da, wenn er Toplane ist, Irelia eine Antwort? Ja. Weil sie kann ihn nicht anspringen, wenn die Mauer dazwischen ist. Also sie macht zwar witzigerweise Schaden mit dem Sprung, aber sie kommt nicht ran. Das stimmt, aber alleine schon der Poke von, was ist Poke, aber es ist so ein kleiner Burst, wenn Irelia wirklich rankommen muss, rankommt, dann Freddy muss halt direkt flashen eigentlich, weil wenn es zum Beispiel Glanz auf Irelia ist, dann ist das schon so ein kleiner Burst von Irelia. Jupp. Das ist so diese Stärke und ich denke auch, es wird ein Azir Mitte sein, also ich denke nicht, dass, außer es ist Freddy mit einem Lane-Swap, das könnte ich mir durchaus vorstellen, Azir im Lane-Swap doch schon recht stark mit den Soldaten. Ansonsten ist das Matchup eigentlich für Irelia, Verlieb auch ein guter 1 gegen 1 Spieler, deshalb ich würde gerne einfach 1 gegen 1 sehen, einfach weil es mehr Spaß macht. Ganz besonders so eine Matchup mit zwei aggressiven Champions. Freddy eher der Pusher, also er will immer diese Lane-Dominanz haben und Verlieb einfach ein starker 1 gegen 1 Spieler. Ansonsten sehen wir wirklich wieder diese Standard-Picks. Ich hätte mir vielleicht gewünscht, einen anderen Pick als Irelia am Anfang. Diesen Jarvan, einfach weil ich den so stark finde, auch gegen Azir. Und Zed, nicht gebannt diesmal. Da haben wir den Niederlegner und Lissandra Bann. Okay, also mittlerweile, man fragt sich, Riot, vierter Bann, please. Aber in dieser Meta mittlerweile kommen immer mehr Champions. Also ich glaube, das ist eine dieser Metas, da wo recht viele Champions gespielt werden. Manchmal, wo wir nur ein Champion oder zwei Champions auf jeder Lane haben. Ist es jetzt mittlerweile doch ein bisschen anders, hat man mittlerweile 4, 5, 6 Champions auf jeder Lefers, außer Support. Hat man eigentlich auch, aber man spielt mittlerweile nur Annie und Leona, einfach diese stumpfen Champions, die da direkt rein. Na gut, Thresh und Janna kommen auch ab und zu noch durch, wobei Janna's Winrate ist halt leider im Keller. Man merkt. Keller des Todes. Zed wäre jetzt ein Counterpart wieder ein anderer Assassin? Oder sagt man sich, wir gehen halt vielleicht mit irgendwas Orianna-mäßigen. Haben wir jetzt im letzten Spiel gemerkt, dass sie auch Spiele gewinnen kann, aber... Ich denke, Pepinero, man könnte auch Ahri sehen, ist immer noch 5.2 Patch. Von daher ist sie noch okay und es ist halt so ein Skill-Matchup. Er verdeckt ihn, er zeigt ihn immer noch nicht. Er hat sich erstmal für Rek'Sai entschieden und für Thresh haben wir jetzt wirklich alles mehr oder weniger schon gepickt, was ihre Lanes angeht. Aber sie machen jetzt quasi abhängig anhand der Botlane, was er in die Mitte bekommt. Das könnte sein, also ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass vielleicht, wenn jetzt zum Beispiel Annie oder Leona kommt, oder zum Beispiel auch eine Janna oder weiß ich, dass vielleicht auf Twisted Fate gehen könnte. Okay. Pepinero, ein Spieler, der gerne Twisted Fate spielt, aber ist halt super, super hart. Also wenn man dieses Matchup sieht, dann Zed, Jarvan, Azir, also da ist es schwer eigentlich Twisted zu picken. Ich denke, es wird trotzdem auf Orianna, Ahri hinlaufen, einfach weil es Pepinero ist und der eigentlich auch nicht viel von unterschiedlichen Champions bis jetzt gesehen habe, außer Xerath, Ahri, LeBlanc, habe ich hier ganz vergessen, aber ja, LeBlanc doch, könnte durchaus passen, aber jetzt kommt wieder dieser kleine sneaky Kills die Lulu. Genau, dagegen Lulu, dagegen LeBlanc ist halt wieder so ein nerviger Champion, weil er einfach nicht bursten kann direkt, deshalb, es ist halt von der Teamcomp gefällt mir einfach wieder SK Gamings mehr, sie haben halt alles, also sie haben wieder diesen Engage, sie haben Teamfights, sie haben Assassination, sie haben doch ein Tank ist halt... Jarvan braucht ein bisschen. Genau. Aber Lulu unterstützt das noch mehr. Also du bist trotzdem itemabhängig, aber etwas unabhängiger durch die Lulu. Und sogar, weil man ja Zed hat, ist das Splitpushen nicht das Problem. Azir disengaged. Übelste Sorte mit der Mauer. Und das gleiche gilt halt auch für Lulu. Jarvan und Lucian sind unabhängig. Können machen, was sie wollen.
Wird sehr interessant jetzt. Ich denke, die Komposition, welches stärker ist, wird sich jetzt mit der Midlane festlegen. Von daher müssen wir noch 10 Sekunden, müsste bald kommen. Ah, da sieht man, es ist schwer jetzt gerade ein Midlaner. Also okay. Es ist doch dieser Standard-Ari. Man sieht Thresh, Rydell, sein Favorit-Champion, spielt gerne damit. Von den Matchups her... Also ich habe das Gefühl, dass Giants eine Komposition hat, die okay ist, aber in nichts glänzt. Es ist wirklich nicht so, dass man sagt, Mensch, das ist ja die und die Komposition oder die haben das und das Konzept dahinter. Was bei SK Gaming, man könnte halt wirklich viele unterschiedliche Sachen durchgehen. Und du hast ja diese deine drei Lieblingsaspekte mit dem Engage, Disengage und natürlich auch der Möglichkeit, überhaupt aktiv zu fighten, was ja einige Teams... Also es gibt in diesem Fight oder Poke und hier sagt man sich, alles klar, wir töten einfach alles, was vor uns ist. Richtig. Und das ist halt schwierig. Die einzelnen Champions bei Giants sind nicht schlecht. Rek'Sai ist kein schlechter Champion. Iridia ist einer der stärksten Duellanten. Ja. Graves ist im Meta und Thresh, Rydell liebt ihn. Ja, also von den Champions her, es wird ziemlich interessant. Ich denke, wir mittlerweile hängt einfach so viel vom Early Game ab. Also du kannst dir echt nicht erlauben, im Early Game hinten zu liegen. Ganz besonders, weil das gerade dieser Snowball, der ist so krass. Also wenn du wirklich einmal hinten liegst, dann verlierst du die ganze Kontrolle in deinem Jungle. Du verlierst immer die Drachen, die Türme. Und besonders gegen ein Team wie SK, was so krasse Rotation hat. Mit Türmen, mit dem Farm sogar. Also die kriegen in den Rotationen noch riesen Farm. Ist einfach das Early Game das Wichtigste. Also es ist hier mit von Giants schon eine... stärkere Early-Variante. Also sie haben auf jeder Lane eigentlich so die stärksten Champions. Von daher hoffentlich setzt Giants darauf, dass sie die Lanes gewinnen. Das wäre das, was sie machen müssen. Man hat aber schon gesehen, gestern auch, SK gegen wen war das? Gegen wen hat gestern SK gespielt? Sie haben etwas in den Boden. War das einfach nur Mim? War das Mim? Ich glaube, es war einfach nur Mim. Egal, auf jeden Fall die Gegner, die gegen SK gespielt haben, sie lagen vorne am Anfang, haben dann, waren sogar 2.000, 3.000 Gold vorne, haben dann einen Fehler begangen und das wurde total bestraft von ja, du hast recht, das war Mim, von SK und danach, wenn SK 2.000, 3.000 Gold vorliegt, dann ratzen die da durch. Man hat ja quasi LCS-Heimer. Alzheimer. Alzheimer. Es ist manchmal wirklich so. Ne? Man sitzt hier da, kommentiert die Spiele und dann vergisst man sofort, was davor war. Das ist ganz schrecklich. Man merkt sich meistens das Team, welches gewinnt. Das ist immer das. Schöne Standarte hier, Sven Skeren. Wie gesagt, hochgewerteter Jungler. Bemerkt die Invasion. Giants haben hier sogar Optionen. Sie können einfach nur zum Warten den Gegner so ein kleines bisschen erkunden oder sogar härter öffnen. Rydell kann jederzeit entscheiden. Nehme ich den Hook. Und versuche vielleicht sogar etwas unvorsichtige Spieler abzufangen. Trinkets wurden nun platziert. Wenn jemand einen Lane-Swap wagen sollte, wer ist da ein guter Kandidat? Ich denke, SK ist im Lane-Swap definitiv besser. Also von der Top-Lane her, ja. Asia ist einfach, denke ich, schneller als mit Sven Skeren zusammen als Irelia und Rek'Sai. Dann hat man noch immer noch Asia und Lulu, 2 gegen 2. Mit dem AD Current in Support, ich denke, ist auch ein guter Trade. Von daher denke ich doch, SK hat die bessere Variante hier getroffen. Sie werden jetzt vor allen Dingen, ja, Forgiven wird auf seine Duo Lane. Wobei, er wird alleine sein. Oh. Enrated hilft dir so ein bisschen, Freddy. Muss halt sagen, die Soldaten sind halt echt fies, ne? Sie machen halt viel Flächenschaden. Man kommt da durch den, ich will nicht sagen, man kommt durch den Jungle gut durch, man kriegt trotzdem ins Gesicht. Aber dieses Level 2 zu erreichen ist für einen Solo-Laner. Absolut wundervoll. Und er kann sich halt behaupten. Forgiven jetzt hier im jetzt 2 gegen 2. In Rated, wie gesagt, etwas Erfahrung verloren. Ist jetzt aber, glaube ich, nicht so schlimm. Also Freddy hat jetzt doch hier so schon einen Riesenvorteil. Ist Level 2 zu Level 1 Irelia ohne noch einen Funken XP. Von daher, ich denke, Freddy wird das auch ausnutzen können. Mit seinen Soldaten direkt dieser Poke wird die Speere so ins Gesicht von Irelia. Ansonsten 2 gegen 2 von diesen beiden. Ich weiß jetzt nicht, wer gewinnt. Ich kenne mich jetzt nicht zu gut leider mit Botlanes aus. Aber ich denke einfach... Ja, beide Level 2 direkt. Ich denke, SK sollte es gewinnen. Einfach, weil sie diesen Poke haben auf Lulus Seite. Der Hook trifft ist vorbei. Okay. Das ist nämlich genau das Gefährliche. Aber Enrated wurde noch Level 2 gerade. Man hatte ja ganz kurz diesen kleinen Mini-Vorteil gehabt. Und das Ding ist, wie viel Zeit und wie viel Aktionsraum gibt man halt Lulu? Wenn Enrated in der Lage ist, die ganze Zeit zu poken... Dann wird Thresh einfach weinen, denn er hat zwar
Die Utility, also er hat alles, was er hat. Er hat CC, er kann die Laterne einsetzen, er hat ein Schild, das ist alles wundervoll. Aber er kann nicht heilen. Das er kann so nicht schilden, richtig. Man hat dasselbe zwar auf Trash-Seite, er kann auch, auf Lulu-Seite, kann auch nicht heilen, aber hat halt. Trash hat halt den Nachteil, dass er nicht so viele Spells hat, die er benutzen kann, um zu poken. Yep. Hat er nur den Hook und das ist dann halt ein All-In fast. Oh, nein! Die Kamera wechselt einfach. Anscheinend ist hier die Botlane wichtiger. Freddy muss jetzt schauen. Gute Soldaten eingesetzt, um Distanz zu überwinden. Oh. Aber er flasht sogar drunter. Das war fragwürdig. Oh, also der Follow-up von Wallop wäre noch nicht mal mit einem Flash Q gut gewesen, weil er hätte ihn nicht betäubt. Er hat zu viel Leben verloren. Also Freddy hat zu viel Leben verloren. War auf jeden Fall Miscommunication, man hat auch gesehen an der Kamera direkt, Valley. Was sollte das? What? What? Deswegen, also Miskommunikation ist passiert meistens, aber in so einer Situation, es ist halt auch ein bisschen individuell, wie man das individuell, wie man das sieht. Das hätte auch Frederik einfach sehen müssen, dass er keine Chance war, eigentlich zu töten. No. Das ist schwierig, weil es ist halt, wir sind nicht mehr im Meta, wo die Top-Lane entzünden dabei haben. Richtig. Also in einigen Idos natürlich schon, aber. Meiner speziell Pepinero. Der kriegt Flash schon gut ins Gesicht. Sven Skeran hat das ganze Fuchsfeuer abfangen können. Lediglich mit seinem Holzschild. Kommt da gut weg und nervt ihr ihn dem weiter vielleicht sogar. Der Autodeck kam nicht durch, oder? Hat ihn abgebrochen, das kann das sein? Ich weiß es nicht. Also ich glaube einfach die Range war da ein bisschen weg. Oder der Charm hat gesessen? Was hat er gesessen? Irgendwas hat er. Ich glaube der Charm war das eher. Ich hätte gedacht, dass der noch. Weil der hat seinen Red Buff, glaube ich, auch verloren gerade. Der ist gerade verschwunden. Das war eine knappe Kiste. Ja. Also ich. Es war halt dieser Q-Flash auf den Auto-Attack-Instant, aber es kam halt, ich glaube, dieses Timing vom Charm von Ahri war einfach dieser Retter. Also, knapp. Das war eine unschöne Aktion für Pepinero, ganz ehrlich. Also, man hatte zwar Flashes getauscht, was vielleicht okay vorkommen mag. Und Pepinero mit Level 6 ist auch dann etwas Flash-unabhängiger. Aber ist trotzdem nicht schön. Also, wenn Fox jetzt konzentriert bleibt, könnte er Pepinero ausspielen, weil er hat jetzt eigentlich die Erfahrung noch in der Midlane genossen, wird früher Level 6 und dann heißt es volle Wucht reingehen. Ja, ich denke auch. Also, Fox wird hier, denke ich, ein All-In probieren. Ich meine, es ist zwar dann Ulti für Ulti, aber dadurch wird Pepinero dann doch mehr angreifbar sein. Einfach weil er dann kein Flash, kein Ulti mehr hat. Ich denke, das Game fokussiert sich auch ein bisschen um die Mittel, aber man sieht die ganze diese kleinen Fight zwischen. Forgiven am Haken. Oh, der Bugshot, der ging, glaube ich, nicht perfekt in seinen Körper. Adrian sogar angezündet und rated, der will den Kill. Oder abschrecken kann natürlich auch sein. Skeran kassiert hier ordentlich gegen Frederik, aber auch er ist nicht standhaft. Der schafft es nicht in den Tunnel. Gräbt sich eine 9 und stirbt leider dabei. Man kann aber 1-1 tauschen. Pepinero da sich nochmal rächen können. Die Frage ist, trifft das nächste? Jetzt schauen, die Kugel ging daneben? Also, die war ja extrem kurz gerade, oder? Ja, aber auch daneben. War ein bisschen drüber geaimt. Ja, schade, vielleicht hätte es daraus noch was werden können. Ich finde vielleicht der Flash von Fox. Da Irelia auch noch Flash hatte, dann könnte ich mir vorstellen, gerade kein W-Up. Könnte durchaus der Kill gewesen sein. Hätte der Q getroffen, aber halb so schlimm. Sie haben 1-1 getradet. Kill auf beiden Midlanern. Es ist halt sozusagen die ganze Zeit ausgeglichen geblieben. Ja. Bleibt aber trotzdem noch dieses Skill-Matchup. Pepinero auch aktuell gezwungen, auf das Stundenglas schnell zu gehen. Was mir wieder unschön ist, das heißt, Mana-Losigkeit ist ein Problem und natürlich die fehlende Abklingzeitreduzierung, die du einfach mit dem Stundenglas nicht hast. Wobei die Utility halt sehr schön ist. Also viele sagen dann, er hat Stundenglas, ich kann es vergessen, ihn zu ulten. Kann man nicht mehr töten. Kann man nicht mehr töten. GG, guys. Es geht nicht, aber naja, auch dieser Gegenstand hat eine gewisse Abklingzeit. Wallop, offensiv, kann hier auf jeden Fall Freddy gut Schaden zuwiegen. Du hast darüber geredet. Genau, wenn er öffnet, aua. Mit ohne Glanz. Ne? Hat's genau. Hat es noch nicht mal. Mit Glanz wird es halt noch brutaler. Ich denke auch, Wallop Max definitiv sein E. Einfach weil dieser kleine Burst noch stärker ist als sein W. Ist halt ziemlich nutzlos gegen Asia. Yep. Einfach weil du nicht so oft Autodecks rausbekommst. Macht er auch das W. Macht er auch, genau. Oh, macht er doch weh. Das überrascht mich doch ein bisschen. Es ist halt konstant, ne, im Vergleich. Verlangsamung kommt jetzt durch und der arme Friede, die Wand rettet. Die letzte Instanz kam noch nicht mal durch. Er hat halt immer noch Flash, was sehr verlockend klingt. Freddy. Kann man über die Wand flashen? Nein, er ist halt schuhlos. Über die Wand kann man flashen, über die Asia-Wand. Das geht noch. Das darf halt nur keine offensichtliche Bewegung sein. Oh. Nicht mal die Laterne rettet ein. Er spürt, dass Sven Skeran da ist. Er spürt die Bewegung. Hat das aber schon ziemlich Angst? Beide. Ich denke, wer weiß, was noch kommt. Hat auch noch Teleport hier. Plant das sehr gut, hat sich gerade auch hochgeheilt. Mittlerweile mit dem Codex am Start. Aber im Vergleich,
macht halt Wallet alles echt gut. Er ist vom Farm her komplett identisch. Fox hat keinen Turmschuss gewesen. Geht jetzt sogar noch sehr offensiv. Wusste aber nicht, dass er, oder wusste, dass das Charm natürlich schon draußen ist. Hat jetzt aber auch sein Flash, seien wir ehrlich, durch einen Teleport getauscht. Lohnt sich das? Also, der Teleport war auch noch auf einem Minion, das hätte cool noch. Oh, Enrated hat keinen, doch, hat ganz kurz die Aggro gehabt, aber keine Ultimate für Adrew. Oh, das ist halt ärgerlich für ihn. Forgiven ist bereits Level 6. Das ist halt dieser kleine Unterschied nochmal am Anfang gewesen, dass er länger auf der Lane war. Ja. Sind Skeren versucht hier den Red Buff auf jeden Fall auf mehrere Ziele zu verteilen. Absoluter Schaden ist er garantiert. Frederik, ich glaube, der kriegt gar nicht mit in die Schaden. Er kassiert das gleiche Geld aber für Sven Skeren. Wurde damit genommen und keiner ist gefallen. Adrew kann Forgiven nicht töten. Super ärgerlich. Rydell da ab den absoluten Trial-Bus. Nimmt einen, nimmt vielleicht sogar den nächsten. Nein, nimmt er nicht. Er gibt den Double an Forgiven ab. Oh, und Adrew, er hat halt seine Ultimate. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mana-Pool einfach zu gering war. Aber das war die Gier. Ein Q könnte genügen. Nein! Ah, ist tot. Oh doch, er ist ultra tot. Die Frage, wegen an wen gibt das ab? Okay, es ist Frederik. Gute Wahl noch. Also man sieht erstmal vom Top her Matchup, man sieht, wer liebt einfach dieser 1 gegen 1 Spieler, der weiß genau, was er macht, was er machen muss, um zu gewinnen. Freddy hat nochmal hier gerade so eine schöne kleine freie Pause gehabt, wo er einfach farmen konnte. Hier sieht man es nochmal, jetzt mit dem Mana. Es ist halt dieser Level-Nachteil. Ja. Wenn Adrew Level 6 hätte, wäre das ganz anders gewesen. Da hätte er beide gekillt. Hier können wir nochmal sehen, was passiert ist. Wie gesagt, durchdringendes Licht von Forgiven, Schmerzen ohne Ende. Der Hook, also wie offensiv für Forgiven vorgegangen ist und nicht gestorben ist, ne? Ah, er war nicht Level 6. Ja. Ist doch. Der Ulti-Nachteil und natürlich das Leben und die Rüstung, die du auch durch den Aufstieg bekommst. Richtig. Ist halt super ärgerlich. Diese Tränke haben wir so. Aber dass Forgiven so mutig reingegangen ist, ist also naiv gewesen eigentlich. Eigentlich schon. Hätte gut aus. Sehr bestraft. Aber es könnte auch kalkuliert sein, da Adrien noch nicht Level 6 war. Also man weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Man weiß es nicht. Man weiß, ist, dass SK den Drachen bekommen hat, den ersten. Aber ungewöhnlich für dieses Team generell. Sie sind im Kills hinten. Das ist okay, denke ich. Ja. Aber Türme hat Giants mehr. Das stimmt. Also man sieht immer noch trotzdem diesen kleinen Nachteil. Also zwar ein Turm mehr, trotzdem noch 1000 Gold hinten. Man sieht es auch ein bisschen an den Farmen. Jede Lane eigentlich liegt hinten bei Giants. Gerade Edu, das ist halt brutal. Genau. Der Stack. Und der Pinkward. Keiner hat's gesehen. Oh, hallo? Ist so oh no! Die Wut steigt in allen Spielern auf. Ja. Jetzt wurde sogar die Krabbe zerschmettert. Aus Frust. Das war wirklich und dadurch Frust. Verliert man Turm. So schnell geht's. Also einmal so eine kleine Unachtsamkeit. Vor allem wenn man zu fünf bleibt, da muss da irgendwer durch diesen Busch laufen. No. Das ist sehr bitter. Aber manchmal passiert das. Manchmal, das passiert manchmal verfällt man einfach. Das sind auch alles Menschen. Ja. Naja, Turm for free. Das heißt, SK konnte da global jetzt nochmal sogar davonziehen. Wie gesagt, sie haben halt vom Farm her den Vorteil. Bei Forgiven muss man auch noch die Kills dazu rechnen. Er jetzt hier mit Abstand der Reicheste in seinem Team. Auch vom Farm her das meiste. Das sieht man auch so selten, dass ein AD Carry das hat. Aber Forgiven ist ein bisschen speziell. Bisschen. War auch noch auf einer Lane, wo ich denke, es war gegen wir, aber es ist immer schön zu sehen bei Forgiven und Enrated, wenn sie gegen 2 gegen 2 spielen. Immer, wenn diese Initiation kommt vom gegnerischen Team, wird es irgendwie umgedreht von SK. Also man sieht, dieser Damage, den dann einfach Forgiven oder Enrated rausbringt, ist wie so ein kleiner, sieht aus wie ein Cheat. Also das, wenn man das bei anderen Teams sieht, dann ist das nicht so. Einfach Cheat aktiviert. Es müssen die Rune Mastery sein. Meinst du? Das ist, ich weiß nicht, was er dann speziell... Jetzt alles, hat alles einmal. Alles in den Schaden, weißt du? Oder er hat halt 1% Crit und hat gerade gekrittet, was leider nicht so war. Machen ja einige. Aber ja, ich glaube, hat fast jeder AD Carry dran. Oh, Enrated vom Charm. Erfasst, der Hook ging daneben. Die Ultimate könnte ihn... Nein, wird ihn nicht retten. Entzünden, nach wie vor sehr nützlich. Und Edu hat seine Ultimate gut getroffen. Ist auch wichtig. Das ist entscheidend für Giants. Jeder kleine Mini-Fehler muss wirklich auf härteste bestraft werden. Und Enrated hier das erste Opfer. Enrated, wie schon, glaube ich, vor ein paar Wochen erwähnt habe, er ist halt super, er spielt super riskant manchmal. Er geht alleine in eine Face-Check-Position, in die er nicht gehen müsste oder soll. Einfach, weil er direkt stirbt. Also man, besonders ein Gaming-Team mit Ahri, mit Trash, du hast immer noch diesen Slow von der Rek'Sai. Fox, sehr, sehr mutig, wurde sofort betäubt, versucht mit dem Deathmaw gegen Wolle vorzugehen, wird aber mitgenommen. 1-1, bisher getauscht, aber Adrew, oh Gott, du bist so alleine. So tot. Schöner Teleport. Und Sven Skeren war immer im Hintergrund. Ja.
Schön gemacht. Hatte ich, ja, also sehr schön gespielt einfach von SK. Hat jetzt nicht wirklich was gebracht für Giants, es irgendwie anders zu spielen. Es war gespielt, wie sie, war gut gespielt, wie sie es gemacht haben. Einfach nur guter TP noch. Oh, Rek'Sai. Rek'Sai versucht nochmal zu helfen. Den Turm sollte man verteidigen. In der 13 Minuten einen zweiten Turm zu verlieren, ist nicht gerade das Angenehmste. Gerade mit diesem geringen Aufwand, der vorher noch zwei Kills gefallen sind. Den Frosch noch mitgenommen. Rotation zum Drachen wird jetzt erstmal nicht erfolgen. Dauert noch ein kleines bisschen. Haben wir nicht. Aber schon mal die Sicht. Das ist ein bisschen früh, die Krabbe hält jetzt ja nicht so lange. Ja. Sie wollen einfach, glaube ich, das Gold. Ich glaube, die Krabbe wird wieder ab sein, wenn der Drache ab ist. Von daher passt das. Splitbush kommt jetzt von SK rein. Fox auf die Toplane. Hat noch nicht die Klinge fertig. Deswegen, ich denke, er kann im 1v1 gegen Valib noch nicht bestehen. Ich denke, da Valib Irelia gegen Zed ist halt ein Matchup, was eigentlich Irelia immer gewinnt, wenn sie gleich auf sind. Das heißt, Fox müsste schon noch mindestens Level 11 sein, wenn Valib Level 9 ist, was noch nicht der Fall ist. Mit Klinge wird es dann doch ein bisschen einfacher, aber bis jetzt denke ich, das Matchup sollte geben es doch zu VP Nero. Botlane ist für Valib. Verteilen schön den Farm, also vom Farm, man sieht es, es ist eigentlich gleich auf jetzt mittlerweile in der Midlane. Man sieht aber diesen riesen Unterschied wieder in dem AD Carry Bereich, also es sind mittlerweile 50 CS, die unterscheiden. Und das ist schon Infinity Edge haben oder nicht. Es ist vor allem der Oh, doch, der erste. Hat natürlich von vorher mehr Probleme schon. Da, aber Freddy kämpft halt verbissen. Zumindest auf Edu selber, es kommt mir so vor, als wenn er seit 10 Minuten nicht gefarmt hätte. Ja, das stimmt. Also die das 80 stimmt, stand schon gefühlt sehr lange da. Deathmark nun auf Rydal, er versucht ja Fox so gut wie es geht zu verlangsamen, aber er ist tanky. Kommt hier mit dem Deathmark mehr als klar, forciert sogar einen Flash, also für einen Support. Ja. Exhaust hat ihn eigentlich gerettet. Erschöpfen war natürlich auch richtig in dem Moment, aber dafür ist es da. Richtig. Ich finde es okay, wenn man von einem Set das Flash provoziert dabei. Ja, auf jeden Fall. Es war total okay. Jetzt muss halt Rydal aufpassen, nicht nochmal, dass es nicht nochmal passiert. Ansonsten ist es ein Kill. Also, wenn es jetzt nochmal diese Situation geschehen sollte in den nächsten 3 Minuten, dann ist es der Tod von Rydal. Wie muss Giants jetzt vorgehen, um den nächsten Drachen oder ihren ersten zu bekommen? Ich meine, sie sind noch nicht zu weit hinten. Es ist noch 1500 Gold ist jetzt nicht die Welt. Man sieht von den Levels her, es ist ausgeglichen. Pepinero jetzt mittlerweile ein Level höher als Zed. Hat also gut aufgeholt mit der Wave auf der Toplane. Man sieht es 20 Farm. Ich denke, im Fight, dieser Fight wird ziemlich spannend. Man wird jetzt diese Team-Comps sehen, eigentlich wie sie wirklich funktionieren, wie sie die Teams spielen. Von Giants noch nicht so begeistert, wie sie in der Vergangenheit im Teamfight sind oder wie sie als Team spielen. Yep. SK dagegen, es ist SK. Sie spielen halt die Teamfight super, einfach das Positioning von Forgiven. Und es wird einfach eine super Rolle haben von den AD Carries her. Adria ohne AI und Forgiven einfach schon damit. Mit sogar der Klinge der Habgier. Habe ich mir gemerkt übrigens. Nice. Klinge der Habgier, Jungs. Also die Crits, wenn der da wirklich ein Crit auf irgendwen rauskriegt, mittlerweile noch alles squishy, dann wird das richtig wehtun. Also hier wird definitiv der Unterschied sein zwischen den AD Carries, den wird man, denke ich, auch bemerken. Wenn die Komposition von SK kommt, die dann mit Freddy schon entgegen, weil wenn er die Wall hinhaut, kann Wallop nicht springen, kann Freddy nicht drunter graben, kann Pepe Nero nicht springen, kann Adrian nicht hin und selbst die Leute können nicht mal mit der Laterne gerettet werden. Ja. Also du, das ist halt wirklich die neue Definition von Disengage. Ist halt wirklich schwierig, aber aktuell SK scheut sich noch. Rydal hier sehr mobil. Dank der Krabbe hat es auf jeden Fall doch gelohnt, das so früh abzuholen. Beschleunigung da wirklich von Nutzen. Aber der Pauk, ja, der ist schon sehr, sehr groß. Pepe Nero mit dem Flash auf Freddy, der wird aber vergrößert. Guter Schaden, der von SK rüberkommt. Freddy nebenbei vernichtet, beziehungsweise Frederik hier. Aber man sieht ja schon, das Team von SK räumt da gut auf Rydal. Wie er das überlebt hat, ist fraglich. Es ist halt die Frage, ob Killsteel Enrated das nochmal schafft. Na, ist trotz Lulu sehr langsam. Box jetzt erst draußen? Bin mir nicht sicher, ob es ab Abklingzeit war. Geht durch beide durch. Er will den Kill. Er will die LC Fantasy LCS Points. Na, Supporter prügeln sich, aber nee. Oh, er will. Der Flash. Oh, der Flash für den Kill. Das ist jetzt ziemlich YOLO. Also, die spielen jetzt einfach nur haben Spaß. Also, der Teamfight 1 schon. Adria einfach mitten im Kampf. Ist direkt gestorben, wurde direkt vernichtet. Ohne Heal zu benutzen. Also der ist wirklich Level 8 halt zu Level 10 vorgewinnen. Also hier Zack. Dash rein, also kaputt, darf man nicht machen, gedankt. Diese Position. Ja. Man sieht einfach, jeder ist noch super, super weich. Sind die weichen Riesen. Und
das ist einfach forgiven. Auch mit, man hat gesehen, ein Crit, glaube ich, war 400 noch was auf eine Person. Das ist einfach zu stark gerade. Weil die Antwort, man versucht ja immer, also die Backline wird immer bedroht von den Tanks. Wollip hat es versucht, sich hineinzustürzen auf Forgiven. Und obwohl Forgiven ja nicht mal die Ultimate oder so abbekommen hat von Lulu, er hat ihn einfach weggeschrotet. Ja. Er musste sich quasi mit seinem Q wieder zurückbegeben. Und für Wallop war das eine Katastrophe, so unausgeglichen. Und das ist halt der Punkt, der Irelia gerade aktuell so ein bisschen unangenehm macht. Du kriegst halt nur Tankiness, wenn du lange kämpfst. Okay, der Heatensteam macht's möglich. Aber meistens nur gegen auch nicht burstlastige Ziele. Und Irelia stirbt halt sofort. Man hat keine Möglichkeit, gerade Forgiven aktiv zu bedrohen, weil er wehrt sich wie ein Draven. Ja? Du hast recht, auf jeden Fall. Das Riesenproblem Irelia, wenn man eine Irelia als Irelia spielt und man hat kein AOE im Team, das ist das Schlimmste, was man hat. Du hast halt nur auf Giant-Seite, du hast nur diesen Single-Target-Damage, also ja, wirklich nur diesen Schaden auf eine Person. Ansonsten ist da nicht viel. Und man hat es hier gesehen, das ist halt Lulu, dieser Counter dagegen, das ist einfach so krass. Man hat gesehen, Azir einfach wurde angesprungen, hat super viel Damage gefressen, Lulu Ultimate drauf, der Schild, und dann ist einfach dieser Counter engaged und dann kommt dieses AOE-Damage von Jarvan. Du hast dieses AOE-Damage von, auch von Lucian sogar mit dem Cooling, mit dem Q, wenn er mehrere Leute trifft. Nope. Du hast Freddy mit dem AOE-Damage, du hast sogar Fox mit dem E. Es ist jetzt in so einer Situation auch recht viel, da sie vorne liegen. Im Prinzip macht ja Zed fast nur Flächenschaden. Also auch die Shurikens fliegen auch durch die Kante. Also es ist halt echt wenig Flächenschaden auf Giants Seite und das ist auch, wieso sie diesen Teamfight verloren haben. Auch natürlich vom Positioning her, aber die Bigs und Bans, also spielen doch recht entscheidende Rollen. Das Schlimme ist ja, dass SK eine echt gemeine Combo Giants gegenüber mitbringt. Wir haben ja darüber geredet, dass Azir Dashes verhindern kann. Ja. Und SK verhindert auf zwei Weisen, oder SK baut auf zwei Weisen dieses gemeine Terrain auf, wo du dich ja bewegen musst. Kataklysmus in so einem engen Bereich, da kannst du dich nicht mehr bewegen. Das ist wirklich furchtbar schrecklich. Hier können wir es nochmal sehen. Er sperrt hier, ridet komplett ein. Muss da flashen. Standardfolge natürlich, wenn man erstmal eingesperrt wird. Aber beim nächsten Mal würde es nicht funktionieren. Und Freddy kann halt auch seine Wand hinstellen, wie ihm lustig ist. Und sie muss nicht mal Schaden machen. Das ist ja nicht nötig, weil aktuell Forgiven und auch Fox gut dabei sind. Die sind diejenigen, die einfach nur Schaden rausdrücken. Ja, diese Belagerung mit dem Turm. Das ist ultra nervig, oder? Das ist sehr nervig. Aber es ist Gold, ne? Wenn er jetzt wirklich Giants hinten den Zerstörung kriegt auf den Turm. Und es verwirrt Kommentatoren. Echt? Was? Die haben schon 13 Türme zerstört. Zählt das als ja. Echt? Ja. Ah. Also vielleicht hat das jetzt Riot geändert, aber es gab, wir wurden mal hart getrollt davon. Ja. Weil wir haben dann auf der Map nachgezählt. Da sind ja nur 3 gefallen, wieso steht da 6? Das ist echt oh. Ja, jetzt sieht man es. Jetzt haben sie 5 Türme vernichtet, okay. Obwohl nur 3. Es sind nur 2 gefallen. 2. Oh, das ist echt nervig. In dieser Situation eben, ich denke, Irene hätte sogar den Dive probieren können. Einfach weil er hätte funktionieren können, denke ich. Whirlip mit Drive und mit Stärke der Einigkeit schon ab. Ist super stark. Also vom Schaden mangelt es nicht. Vom Schaden, genau. Hatte auch zu der Zeit vor Gewinn noch kein Heal-Up, kein Flash. Wäre vielleicht riskant, aber er wollte nicht riskant gehen. Also ist das okay. Denke ich, hätte keiner gemacht. Ich erzähle es jetzt einfach nur, weil ich es aus als Spectator sehe. Aber hätte ich auch nicht gemacht. Weil ich ja in diesem Spiel 100 pro nicht. Es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, ja, wenn man im Spiel ist. Es ist auf jeden Fall. Also du musst halt, so als Spectator siehst du halt, wo ist das Team von Forgiven gerade, okay, keiner ist in der Nähe, aber wenn du Value oder jetzt in der Situation bist, siehst du halt nichts. Da sieht man auch, dass Freddy ganz gut Türme verteidigen kann mit diesen Soldaten. Also zumindest in der 2 gegen 1 Situation aktuell, er muss nicht weit vorgehen. Ja. Seine Sanddudes machen da ihre Aufgabe wunderbar. Gerade mit den aktuellen AP-Werten. Er geht jetzt allerdings auf Relays, wagt also die Kombo aus Tankiness und natürlich doch einen kernigen Schaden, weil eigentlich braucht halt Azir jetzt nicht so viel. Er hat die Kombo aus lange Leben, ne? Das geht wunderbar, oder halt super viel AP, damit du die Soldaten one-shotten. Und ich denke, die Variation zu sagen, ach komm, wir haben eh genug Schaden, lass einfach Freddy länger dastehen, am besten noch die Gegner slowen. Das Kristallzepter ist jetzt auch fertig, ist nervig. Also, das wird für Giants ultra schwer, oder? Ja, also vom Teamfight her, ich sehe wirklich wenig Chancen für Giants in einem klaren 5 gegen 5. Sie müssen halt diesen Pick davor kriegen, ansonsten sehe ich schwarz in Teamfights. Oh, Rydell. Das war ein Hook auf jeden Fall von mir. Das ist nicht ganz geschafft. Oh, das übersieht man, das macht ja Freddy ganz alleine den Schaden gerade. Sven Skjæren nun mit der Eröffnung der Laterne rettet hier nochmal den Kollegen das Leben. Und das war vom Aufwand her null.
Und sie machen halt weiter Druck. Ne? Der Turm, der wird doch hier gegen die Sandsoldaten sehr schnell fallen. Ja, jetzt müssen alle Berg haben natürlich jetzt auch Cooldowns auf Ultimate. Während jetzt nur bei Vorgewinn das Ultimate fehlt, was nicht schlimm ist im Teamfight. Also, es ist schwer. Also sie müssen engagen. Sie haben keine andere Wahl, als einen Go zu machen. Oh, Pepiniero schon wieder super viel Leben verloren. Das ist dieser Q. Man merkt einfach auch gar nicht, dass... Eigentlich hat der Ahri eine ganz gute Passive, um Sustain zu haben, also das Durchhaltevermögen auf der Lane, aber... Sie kann halt nicht nah rangehen an einem Auto-Attack oder einen Spell, irgendwen zu machen, einfach weil sie direkt vernichtet wird von Freddys Soldaten. Drache wird jetzt hier locker mitgenommen, wo man mit der Krabbe eigentlich Übersicht hat. Ist der dritte, das heißt, die Kollegen sind ein kleines bisschen schneller. Freddy hier mit dem Instinct-Move mehr oder weniger. Freddy kommt nochmal ganz gut raus. Wallet tanky genug mit dem Gürtel der Riesen, hat den letzten Vasallen hier noch mitnehmen können, zieht sich jetzt langsam zurück. Fox ganz schön weit drin, ist aber riesengroß, überlebt das Ganze. Kill geht an Freddy. Rydell hatte da keine Möglichkeiten zu entkommen. Jetzt flasht man sehr offensiv, merke ich gerade. Sind wirklich alle hier nach vorne gegangen, um eventuell noch einen Kill zu bekommen. Turm sichert hier nochmal die Backline ab. Ja, sie machen es, ich will nicht sagen, sie machen es simpel. Sie versuchen schon an die Kills ranzukommen, um daraus natürlich Konsequenzen zu schließen. Giants aber hier auf einem ganz wackeligen Stuhl. Ja, und man sieht auch diese Entscheidungen von SK, sie sind halt super gut. Also die Entscheidungen, ich denke mal, N-Rated oder auch Svenske, eigentlich macht jeder, ich glaube aus diesem Team sind alle ziemlich vokal, also die sprechen alle ziemlich viel. Ich weiß es von Freddy, ich weiß von Svenskeren, ich weiß auch von N-Rated natürlich. Und ich denke mal von Gewässer. Oh, er fleischt nach vorne, Piercing Light wurde aber leicht geködert durch den hier und wird nicht mal bestraft. Wallop kam nicht ran mit seinem Q. Oh Gott. Genau, oh Gott. Also das war wirklich eine sehr mutige Aktion. Forgiven hätte hier sterben müssen. Hätte sterben müssen. Boah, das ist immer so ärgerlich. Giants auch noch auf Giants Seite. Da geht einer so krass rein und der kriegt. Sie kriegen ihn nicht. Also, vor allen Dingen seine Lieblingswechselbeschärfe als drittes Item hat sich schon wieder brutal gelohnt. Definitiv. Vor allem noch gegen Champions wie Ahri. Du hast Trash. Also. Hier sehen wir es nochmal. Warlip. Kommt er nochmal weg? Dank des Gürtel der Riesen. Wie gesagt, das sind halt die 400 Leben, die nochmal eine gute Tankiness produzieren. Das war stark gemacht, dass er drei Leute einsperren konnte auf Svenskerens Seite. Rydell mehr oder weniger nebenbei noch erwischt. Und das Krasse ist bei SK, es fällt halt keiner. Es wird ein bisschen offensiv geflasht. Das sollte man vielleicht gegen Teams höherer Klasse nicht machen. Das wird auf jeden Fall in vier Minuten später brutaler bestraft werden. Das stimmt. Aber naja, das Spiel wird halt genährt von Federn. Und wenn Giants es nicht ausnutzt, dann hat SK einen immer größeren Vorteil. Er ist aktuell bei 4000 Gold. Wir haben schon Spiele gesehen, wo SK jetzt schon 10.000 Gold führt, gefühlt. Ja, Giants hält sich eigentlich noch ganz, ganz gut. Also, für eine. Ja, sie haben halt diese kleine Catch-Komposition, wo sie auch am Anfang eigentlich gut mitgehalten haben. Sie haben halt nachgelassen. Also, sie haben halt eine schlechte Komp für Drachenkämpfe, für allgemeine 5 gegen 5. Und wie gesagt, also es entscheidet sich viel im Spiel selbst, aber auch so viel in den Pick and Bans. Und hier einfach SK die bessere Komposition für diese Kämpfe. Hier hat man sich auch nicht getraut. Eigentlich war Frederik in einer guten Position, mit dem Tunnel da jetzt zu eröffnen. Und sich dann quasi unter Freddy zu graben. Hat aber aktuell nicht getan. Ist auch jetzt schwierig. Also, oder was heißt hier schwierig, sondern ich finde, man sollte das Zeitfenster so ein bisschen nutzen. Sie sind jetzt zwar offensichtlich unterlegen, aber Freddy hat noch kein Stundenglas. Was? Geht auch noch nicht drauf. Genau. Er lässt das wirklich gerade komplett außen vor. Vielleicht geht er sogar auf den Lernstab oder ähnliches, um einfach nochmal... Oder Rabadons. Wenn jetzt Rabadons kommt, dann ist vorbei. Weil dann kannst du ihn halt nicht mehr töten, weil er dich vorher platt macht. Es ist halt so schwierig, gegen dieses Team zu eröffnen. Auch wenn man wirklich diese Pick-Variante oder darauf hofft. Und das sind halt Bedingungen, wo man sagt, Hook muss treffen oder Char muss landen. Und aktuell Rydell, man sieht es halt, Flash Hook ging daneben. Es ist aber die einzige Version. Ja. Also entweder ist es Frederik, Pepinero, der irgendwie Ultimate E, wie schon in dem ersten Teamfight, den sie aber leider auch verloren haben. Aber es ist halt dieser nur Single Damage, den sie leider nicht durchbringen können wegen der Lulu, wegen Mikael jetzt schon ab auf Lulus Seite. Und also es wird immer schwerer. Jetzt erst war eigentlich 4 gegen 5, weil man merkt ja langsam, der Splitpush kommt durch. Und die Komposition von SK kann es verkraften. Sie haben einen super starken Disengage und witzigerweise, dass das nochmals ziemlich gemein ist, sie haben den Turm noch hinter sich. Sie müssen sich noch ein paar Meter zurückziehen. Adriel ist fast nebenbei gestorben gerade.
Könnte sie auch die Eröffnung nicht wagen, weil Freddy das Schadensmonster. Jetzt ist er am Haken. Er muss jetzt, er kommt sogar mit den Soldaten noch weg. Mit Minero im Stundenglas. Muss jetzt zwingend die Laterne nehmen. Kommt gerade noch so davon. Static-Aufladung von Forgiven haben da nicht fast gereicht, sagen wir es mal so. War eine knappe Geschichte. Aber die Komposition geht so auf. Sie hat Stärken links und rechts. Man kann Split pushen, wie ich bereits erwähnt habe. Und machen sie aktuell. Vor allen Dingen, einer wird halt langsamer, aber sicher noch dicker. Und das ist halt Fox. Ja. Also Pepinero hält sich noch ganz gut, muss ich sagen. Level 14 gleich auf. Hat noch ein bisschen mehr Farm. Aber es ist egal. Es ist erstens Forgiven super stark. Mittlerweile fast 100 CS vorne. Yeah. Ich denke mal auch Level 13 zu Level 12. Ich denke, er ist Level 14 gleich. Es ist so nervig, wenn man so einen starken AD Carry als Gegner hat. Also vom Level her, du fühlst dich einfach, er wird dich zerstören in ein paar Sekunden. Aber Giants darf sich nicht fürchten. Das ist immer die Sache. Sie müssen weiterhin diese Kämpfe nehmen. Freddy, man sieht, sie machen auch kleine Fehler. Freddy da mit dem Hook, wo der Hook getroffen hat, konnte nicht wirklich viel mehr machen, musste direkt weg-ehen und kam aber auch direkt nur Mikaels. Nur ihn. Mit Lulu. Ja. Nee, Ultimate war auf Jarvan. Nee, aber Mikaels hat er gleich von genau. Und sie haben halt diese, gerade bei bezogen auf Forgiven, diese Doppelkombo. Kann selber entscheiden, Quecksilber oder halt Mikaels. Es hat eine hohe Abklingzeit. Das ist 3 Minuten, das dauert wirklich ein bisschen, ehe es wieder da ist. Aber zu den entsprechenden Fights ist es zur Verfügung, beziehungsweise jetzt beim Drachen. Also wenn Forgiven jetzt an Haken kommt, ist völlig geil. Ja, jetzt, ich denke, wir werden auch noch Sonjas jetzt das Stundenglas auf Assi sehen. Wahrscheinlich. Oh, Eröffnung auf Rydell Fox pulverisiert! Das war ziemlich naiv von ihm. Da bin ich mir nicht sicher, wer da den Call gemacht hat. Supporter sind noch nicht gerade das attraktivste Ziel in dem Moment. Das ist natürlich eine Moralschwächung, aber... Dieser Exhaust immer. Also, der Erschöpfung so hat ihn ohnehin komplett dahin gerafft. Drache ist völlig verwirrt, guckt, wohin er will, schießt aber sehr direkt erstmal auf Frederik. Drache sollte... Oh, das Niedermähen macht guten Schaden gegen Wallöb. Jetzt versucht er zu eröffnen. Freddy riesengroß, wird aber trotzdem abgerissen. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht, aber die Ziele werden los. Sie bleiben aber gemeinsam. Forgiven kommt erst sehr spät dazu. Muss hier mit seiner Quecksilberschärpe raus. 3 zu 1 getauscht insgesamt. Interessante Variante. Sind zwar zu dritt eingesperrt, komm, wir knallen ihn um. Ja. Also definitiv fragliche Situation von SK, ob sie da wirklich hätten reingehen müssen. Auch nicht so ein guter Engage von Freddy. Hat nur Ryder, glaube ich, war es, mit seiner Ultimate bekommen. Wir werden es gleich nochmal sehen. Aber es ist einfach, da fehlt schon dieser Damage von Fox, der einfach hintenrum auf die Carries geht. Also man sieht ja nur auf Ryder seine Combo bekommen. Danach wird er direkt zerstört. Zeigt sich doch die Schwäche ohne Stundenglas, ohne Mikaels und ohne Ultimate. Und jetzt hat der Fokus auf den Scare, ne? Es sind sogar 4. Ne? Man ballert ihn voll um und das Forgiven wieder so weit reingegangen ist und nicht gestorben ist. Also man muss sagen, Pepinero hatte ganz schön Angst. Er war außerhalb des Pits und hätte das, glaube ich, auch mehr darauf eingehen müssen, wie Forgiven gerade reagiert. Er hat natürlich keinen Ulti gehabt gerade, weil er sie vorher verwendet hat, aber jedes bisschen Schaden zählt ja in dem Moment. Und gerade wenn man halt die Hälfte des Lebens hat, wer offensiv in den Masteries geht, der macht mehr Schaden. Adrew jetzt hier ein bisschen im Fokus. Pepinero kommt eventuell noch weg. Es wird nochmal gegen geheilt. Oh Gott, sie müssen flashen. Svenskeren hier ganz vorne. Hat hier nochmal etwas Schaden kassiert. Leben gerettet. Wichtig. Sie sind entkommen. Die Frage ist, wird Baron oder sowas folgen? Ja. Also ich denke definitiv, sie sollten probieren. Oh, Forgiven geht doch zum Roten. Ich nehme mir erst den Red Buff, meine Freunde. Ja. Das ist wichtiger. Also wir werden es trotzdem gehen. Asia mit dem Schaden und Fox... Der sollte stimmen, so aber bis dahin könnten die Leute wieder am schön. Start sein. Die Raptoren nehme ich mir auch, ich brauche den Farm. Jetzt wissen wir, wo der Farm herkommt, Jungs. Also wenn Baron gemacht wird, nochmal die Vögel abgreifen, da kriegt ihr 100 CS mehr. Denkst du, sie hätten es geschafft, wenn er sofort da gewesen wäre? Ja. Ja. Ich denke, sie hätten es durchaus schaffen können. Also es war halt eigentlich nur Verlieb da, Frederik und Rydell und das ist, die können da nichts machen. Also ich denke, es hätte halt ein Smite-Duell werden würden. Hätte es wahrscheinlich passieren. Aber der Goldvergleich ist gerade katastrophal. 3000 Gold. 3000 Gold bei denen. Das ist ein ganzes schönes Item. Ja. Das ist einfach fast der ganze Lead, den sie haben. Also da fehlen eigentlich nur 2000, die so verteilt sind über auf Freddy. Und ich denke mal auf hier. Vielleicht sogar Lulu. Könnte ich mir vorstellen, dass sie auch so recht viel mehr Gold hat als Trash. Ja, wobei er hat Kills, ne? Auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Aber Assists. Dieses ganze Global Gold. Stimmt. Könnte durchaus sein. Weil Fox könnte ich mir nicht vorstellen, dass er vorne ist. Von den Items her sieht es eigentlich fast super gleich aus. Hat halt billigere Items, der Fox. Deswegen hat er schon seine Items beendet. Ja.
einfach für Pepinero, Rabadon, Sturmglas ist doch ein bisschen teurer als Last Whisper und Rossbeard. Das wäre. Will auf der Seite von. Also, das ist halt der Tanz um den gegnerischen Warden. Ha, super eklig. Das kriegt das auch mit. Und jetzt heißt es halt wunderbar zu rotieren oder gar zu flankieren. Man will sich den Turm nicht nehmen lassen. Asien ist mit dem großen Vorteil, dass er einfach mal die eigene Basis hier aufbaut. Ist halt jetzt sehr unangenehm, weil der Turm macht halt guten Schaden. Es ist ein ganz normaler. Und skaliert zum Glück nicht mit AP. Kriegt er, während er, also wenn er mehr Hits auf jeweils auch das jeweilige Ziel gibt, mehr Schaden. Ganz normaler Turm. Oh, das ist stark. Wäre noch geil, wenn es so, wenn man das upgraden könnte, ne? Wie bei Heimerdinger. Ja. Kriegt auf einmal so einen Turm, der diesen Laser hat. Richtig. Diese, am besten den Nexus-Laser. Oder den. Boah. Wird er rot. Ich stelle ihn einfach. Es gibt ja so einen echt lustigen Bug. Oder einen Hack oder sowas war das, wo ein Asier überall Türme aufstellen konnte. Ja. Und er hat dann einfach nur wirklich Türme an den Gegner getroffen, also wirklich so im Sekundentakt. Boom, 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 boom. Und die haben dann einfach nur irgendwann später den Nexus zerschossen. Ich glaube, es war sogar ein Deutscher, der das hochgeladen hat. Und der hat einfach gesagt, ey, was soll denn das? Ich glaube, der hat sich einfach nur aufgeregt, weil es nicht mein Game war. Ja. Und der Asier da. Komplett ausgerastet. Der Asi oder Asier? Der Asi. Der Asi-Asier. Naja. Fakt ist, dass Giants sich ungewöhnlich gut hält. Darum müssen wir sie loben. Für SK wurde massiv gestimmt. Sie sind nur in Anführungszeichen 5000 Gold vorne. Und wir haben halt erwähnt, dass Forgiven der Dagobert hier ist, der wirklich einiges hortet. Sollte er fallen, geht halt viel, viel Geld verloren für das Team gerade. Also Geld gleich Macht. Ne? Man sieht eigentlich nur drei Items. Was heißt nur? Also drei Items, es sind halt zwei kostspielige Items, aber... Für 355 Farm, das ist halt über der Zeit, ne? Also es sind halt einige Jungle-Monster dabei. Die bringen teilweise mehr. Ich würde mal gerne seine Statistik sehen. Ich denke, er hat bestimmt so um die 110. Allein von diesen Farmen sind neutrale Monster. Bin ich mir hundertprozentig sicher, mindestens 100. Also drumherum. Weißt du, wer darunter leidet? Wer? Jens Gehren. Guck dir mal seinen an. Ja, 88. Also er braucht nicht mehr. Wozu, ne? Also macht seinen Kataklysm und das war's dann. Er ist ja nicht zu gebrauchen mit dem Slow noch auf seinem... hat immer noch das Jungle-Item, was er schneller jungelt. Ich weiß nicht, ob das wert ist, das eigentlich noch zu behalten in dieser Phase. Ich denke vielleicht... Er farmt ja eh nicht, das ist ja das. Ist es noch wert, das zu haben? Könnte sogar auf das Item gehen, wo das eine Ziel mehr Schaden bekommt. Könnte durchaus gut sein gegen Rek'Sai, gegen Irelia. Da sie von Grund aus eigentlich ein bisschen squishier ist jetzt, die Irelia meine ich. Ja, mittlerweile hat sie aber die Omen-Phase, wo sie wirklich... unangenehm wird. Ja. Oh, Frederik. Da bewegt sich keiner. Jetzt hier alle auf ihm drauf. Er hält noch ein bisschen. Okay, nichts aus, Stefok. Verfolgt ihn. Mach's gut. Tschüss. Ist da komplett geplatzt. Naja, er hat schon mit Dank des Omens einiges an Tankiness, aber er hat nicht geflasht. Hat lieber den Tunnel benutzt und während des Tunnels kassiert man trotzdem. Also es fliegt ja mir alles hinterher. Ich denke, war eine gute Entscheidung, nicht zu flashen. Okay. Einfach tot. Also, es ist egal, ob er geflasht hätte, ob er den Tunnel danach gemacht hätte. Ich denke, er wäre auf jeden Fall gestorben. Begründung lautet tot. Tot. Oh einfach. Gott. Also, der Baron kassiert ja auch schon ordentlich. Merkt man, die Sandsoldaten machen da ihren Job sehr gut. Kein Stil möglich. Witzigerweise hat Fox da den Baron gesmited, in Anführungszeichen. Ist jetzt gern faul. Trotz des Blasting-Smites. Hätte er ja eigentlich sein Leben wiedergekriegt. Hat sich aber gedacht, nope. Auch Rydal konnte den Teleport nicht abbrechen. Man ist ja doppelt so schnell in der Base. Giant sagt sich aber, komm, wir holen uns links noch den zweiten Drachen. Das muss sein. Definitiv wert, aber für SK. Baron, jetzt können sie die Belagerung starten mit Asia, mit Leona, mit Lucien. Und Lulu ist das schon sehr nervig. Von Seiten aus Giants, man hat nur eigentlich Ahri. Und zum Clearen. Graves hat halt relativ eine kurze Reichweite, eine kleine Reichweite mit seinem Q. Von daher, guter Trade. Jo. Vor allem ist es noch der zweite. Ich denke nicht, dass da Giants zu schnell an einen Turm rankommen wird. Nee, sie definitiv aktuell nicht. Also sie kommen witzigerweise schon insgesamt an 9 Türme ran. Ne? Also, woo! Aber man und muss... Und sind trotzdem 7000. Also, ja, man muss bedenken, also die Asia pappt da. Das ist, muss man mal mit Riot reden, denke ich. Irgendwann steht da einfach fast 26 Türme. Ja, stell dir vor, das Game geht so irgendwie 70 Minuten noch immer. Ja, ist sogar normal. Naja, der Fox, der Split-Push trotzdem. Wie gesagt, er ist jetzt nicht übelst gefedet. Ich denke aber, dass die Quicksilver-Scherbe gegen alle Duellanten da einen großen Vorteil bietet. Gerade Pepinero wird sich da ärgern, aber auch Warlip, wenn man der Betäubung entgehen kann. Turm also schnell gefallen. Zack, den eigenen nochmal aufgestellt. Warum denn nicht? Warlip wird hier ein kleines bisschen angepokt. Wieso ist die Rotation so langsam, fragt man sich. Der Turm wird locker mitgenommen werden. Fox
zwar hier ein bisschen bedroht, kommt aber nochmal locker raus. Auch Rydell muss da mit dem Flash den Kataklysen erstmal entkommen. Der Re-Engage nicht möglich. Hooking daneben. Sind Skieren auch sehr offensiv und das war zu langsam. Giants waren teilweise... Oh Gott, Webinero muss da zurück. Zweimal vom Soldaten angegriffen. Und fast tot. Und fast tot. Er hat halt witzigerweise für den Lernstamm entschieden, der Freddy. Hat das Rabadon sehr, sehr lange außen vor gelassen. Geht sogar wahrscheinlich aufs Stundenglas. Ja. Kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wie die Situation ist. Aber das ist halt ärgerlich, ne? Weder Adriel war noch da. Der hat sich halt noch sonst wo teleportiert. Und da ist es... Also man sieht ja den eigenen Turm erstmal fallen. Ja. Das dauert sehr ja. Schnell. Und ja, das ging halt leider sehr schnell. Und sie haben sich nicht zu ihrem Inhibitor teleportieren können. Das ist halt... Das ist zu langsam. Das darf gegen jetzt gar nicht passieren. Ja, sie nutzen das eiskalt aus und man hat es gesehen, direkt der Turm weg. Jetzt kommt, wird die Überlagerung auf der Toplane starten und es wird, auch wenn sie jetzt versammelt sind, wird es nicht viel ändern. Ich denke, SK Forgiven ist ein super aggressiver Spieler, der wird da seine, sagen wir, jede Wave 1, 2, 3 Hits auf den Turm bekommen. Das wird halt super viel sein. Vor allem auch mit den Asias W. Oh also, Gott. Das sind die ätzenden Sachen. Immer diese 400 Schaden auf den Turm nur mit einem W. Das ist bitter. Ärgerlich. Aber SK ist jetzt wieder in ihrer alten Form. Es war jetzt wirklich dieser eine Moment. Hey, wir haben Baron bekommen, Jungs. Ab geht's. Ja. 10.000 Gold Vorsprung mittlerweile. Sich arbeitet Fei halt. Weil auch der Baron-Buff halt so übernatürlich gut genutzt wird. Ja. Sie kriegen halt nicht nur Türme, sondern den Bot-Inhibitor, der ja wirklich richtig, richtig albtraumhaft ist. Und ich glaube, denkst du, sie lassen jetzt Fox nochmal auf der Top-Lane Split pushen und gehen einfach in die Mitte oder sagen, ach komm, wir gehen einfach gemeinsam und beenden das jetzt? Könnte durchaus sein. Also Fox in die Mitte eher nicht. Auf die Top-Lane meinst du, ne? Ja, also auf die Top-Lane kann man es ruhig machen, aber ich denke, sie sind einfach gerade so stark. Sie wissen, dass sie super weit vorne liegen. Ich denke, sie werden einfach zusammenlaufen und vielleicht sogar ein Engage suchen, einen Dive, wenn sie ihn gut bekommen könnten mit Freddy. Sie gehen, ich denke, sie werden eher auf die sichere Variante gehen, Top-Lane pushen und Bottom pushen. Genau. Ja. Ist einfach ein bisschen mehr Pressure auf Seiten von Giants. Was Giants jetzt tun kann, ist... Ist also super schwer für die irgendwie ein Comeback zu starten. Sie haben, denke ich, nicht so viel Schaden. Binero hat noch keinen Lernstab. Ja, also es ist halt, Vika hält es zwar noch nicht ab, das ist die gute Sache, die vielleicht noch doch den Kill bekommen könnte, aber ansonsten, ja. Der Splitbush beginnt. Vor allen Dingen muss man halt Frederik dafür abstellen, weil er noch halbwegs tanky ist, ist aber keine Antwort gegen Zed. Also kann halt wirklich nur dabei zuschauen. Mittlerweile auch Pepinero mit dabei. Und bei ihm, wie gesagt, die Lernstablosigkeit ist halt riesig. Es ist halt echt, Ahri fällt halt wirklich komplett auf die Nase, was ihren Damage-Output angeht. Und mittlerweile sind die Super-Vasallen noch auf der Botlane. Also komplette Verteilung hier von den Giants. Oh Gott, die Soldaten hier von Asia. Unnormal kräftig. Rydell hier im Fokus kriegt zwar noch seine Box aus, bringt aber nichts. Frederik zieht sich nochmal zurück und ja, sie holen halt wirklich. Es ist halt eine extrem leichte Beute für sie gerade. Also da freut man sich, dass er sie genervt wird. Ich hoffe, der Patch, ja. Ich hoffe, der Patch kommt nächste Woche schon raus. Dann werden die Seiten nicht mehr so viel Schaden machen mit dem Q. Riot ist halt ein bisschen schneller. Fox hier sofort mit dem Mika jetzt nochmal befreit worden, beziehungsweise mit seiner eigenen Quecksilber. Über Deathmog hier sehr, sehr tief im Feindesland platziert. War aber auch gar nicht nötig. Riot halbiert worden. Insect Freddy am Start. Mit der Mauer getötet. Das sollte eigentlich auch nicht passieren. Das sollte eher eine Vorbereitung sein. Das war ungewöhnlich. In der Mitte der Standortenkombo nochmal geflasht. Also sie trollen halt hier brutal rum, aber jetzt SK macht es halt echt gut vor. Ja. Du hoffst noch, dass er nochmal trollt. Um den Max sauber sauer zu machen. Um seine Fantasy League zu zerstören. Ja. Aber SK, wie gesagt, ich muss sagen, Giants hat sich über lange Strecken echt gut gehalten. Das haben die wenigsten erwartet.